Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum zweiten Teil des heutigen Twitch-Abends. Ja, dieses besondere Hallöchen gilt natürlich auch an alle YouTube-Zuschauer. Hallöchen und WB sozusagen. Wir machen hier weiter. Wir machen weiter, weiter, weiter. Wir brauchen Seelensplitter. 3 Stück Seelensplitter. Und ja, ich denke, die Büchse nehmen wir gleich mal mit. Es wird, glaube ich, es wird etwas eklig. Ja, ich bin so froh. Also ich muss echt sagen, ich bin so froh, ne, dass es in diesem Fall hier, videospieltechnisch, dass wir da noch nicht so weit sind wie bei Sword Art Online. Denk mal, du müsstest das alles selber mit der Hand machen, riechen. Ich weiß nicht so recht. Also bei solchen Spielen, oder besser gesagt in solchen Umgebungen, bin ich ganz froh, dass wir das weder ja, schmecken, riechen, noch selber anfassen müssen. Mich schaudert's. Aber für Schaudern habe ich keine Zeit. Wir müssen hier arbeiten. Ja, wir müssen hier arbeiten, um dem Geist hier vorhin seine Freiheit zu ermöglichen. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal hier beim Erstbesten rein. Wo ist sie denn, die Büste? Büste. Ich glaube da. Ja, schmeiß gleich mal die Fackel weg. Ich habe gedacht, da kommt schon jemand. Na, das sollst du doch nicht. Schnucki, was machst du denn? Ich wollte die Fackel haben und nicht die Statue, da den Kopf eben. Also ja, so ist besser. Brav. Ich werde das wieder ein bisschen extra speichern. Hier. Jo. Ist gut. Puh. Hallo. Wenn es hier Fallen gibt, die können gern ausgeschalten bleiben. Was ist das davon? Aber nicht dein Ernst. Das Viech kann man besiegen? Moment, das Viech soll man besiegen? Das Tier, ne? Mami, hilf mir. Hallo, du Mistviech. Heureka! Wie soll man das schaffen? Ich habe kein Schild und kein X und gar nichts überhaupt. Alter, du ruft mich gleich. Alter, du Saufie. Ich werde sterben. Okay, ich muss umrüsten. Auf Schwert und Schild. Ja. Ah, geh weg. Ich bin noch nicht da. Du hast mich nicht gesehen, Viech. Du hast mich noch nicht gesehen. Schwert, scharfes Schwert. Scharfes Schwert und gutes Schild. Hiebwaffen. Das ist ja keine Hiebwaffe, was der eigentlich macht, oder? Klingenschaden ist es ja auch nicht. Hiebwaffe. Könnte man, wenn man so einen Faustschlag abbekommt, wäre das eine ein Hiebwaffen-Attacken-Dings? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Servus. Ja, ja. Komm her. Ja. Ja. Ja, okay. Oh mein Gott. Ja. Ja, und hin, ne? Ja, ja, zieh hier hin. Ach, das ist jetzt wieder blöd. Das ist wieder sehr blöd. Warte, mach mal schlauer. Was? Das geht? ja. Gut. Mir kommt vor, ich konnte ihn in die Ecke drängen, aber das geht
Das geht mit der Waffe nicht unbedingt, weil wir eben zu langsam sind. Habe ich irgendeinen guten Zauber, der mir da vielleicht mal ein bisschen helfen könnte? Magischer Schutz, Spezies Skelett beschwören. Boah, das wäre nicht so schlecht. Da haben wir vier davon. Schön, wieso habe ich die bisher nicht genutzt? Ach so, ich habe sie für jetzt aufbehalten. Natürlich. Ich meine, na klar. So. Hihihi. Zack. Komm, Skeletti. Hau drauf. Jawohl. Bam. Puh. Karamba. Jawohl, Skeletti. Na los, Skeletti. Pull nur. Mua. Ja, das schaut gar nicht mal so deppert aus. Ja. 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 Jawohl, 300 Erfahrungspunkte. Schädel vom untoten Biest. Und Seelensplitter. Ein machterfüllter Splitter. Nehmen wir alles mit. Gut, Nummer 1 ist erledigt. Ich danke dir, Skeletti. Das hast du fein gemacht. Das hast du fein gemacht. Ah, da ist er. Fred. Der heißt Fred. Fred Feuerstein? Nur Fred. Fred. Ist ja cool. Ah, der wäre fast draufgegangen, wenn du denkst, ne? Aber der hält schon viel aus. Nehmen wir die mal wieder mit. Da müssen wir eh nicht mehr rein, normalerweise. So. Next one. Wäre. Ich glaube, da oben war noch irgendwo eins, oder? Nein. Nein. Falsch. Falsch gelaufen. Ich bin so doll. Ich bin toll. Ja. Hier wollte ich her. Stimmt das? Warte, wo war denn der? Wo war das jetzt, wo es runterging? Hier ging es runter, ne? Da müssen wir mal hin. Ich sollte mich heilen. Vielleicht. Warte, bevor wir das machen, speichern. Das ist einfach schon zu gut gegangen. Das muss gespeichert werden. So. Fortsetzen. Jetzt darauf stellen. Den Echsendings. Gut, das hat mal hingehauen. Ich glaube, dass da unten ist ein normaler Echsentyp. Das heißt, wir können wieder unser Schwertelein benutzen. Und ich bin dafür, dass wir wieder so einen leichten, so einen schwachen Heildings nehmen. Alter. Das Mana ist schon wieder juicy. Das können wir mal essen. Dauert zwar 2 Jahre, bis wir da wieder aufgefüllt sind, aber die Beere, da haben wir über 100 Stück. Bist du gescheit. Ja, brav gesammelt, kann man nichts anderes sagen, ne? So, und heilen. Und nochmal heilen. Na komm, einmal geht noch. Brav. Gleich wieder speichern. So, damit ich mich nicht nochmal voll heilen muss, weil ich weiß, ich werde failen. Hallo, bist du alleine? Ja. Der Trottel ist alleine. Das gefällt mir sehr gut. Boah. Hast du gesehen? Will mich gleich auf die Go schauen. Ja, Fred. Hilf mal. Braver Fred. Bam. Du bist ein guter Fred. Bam. So, jawohl. Das lief super. Auch er gibt uns seinen Schädel, ganz freiwillig. Schädel vom untoten Krieger, ein Seelensplitter und dazu sogar ein paar Goldmünzen für uns. Super. Titanenschwert. Bitte was? Was ist jetzt ein Titanenschwert?
Wo bist denn du? Titanenschwert. Ein Bastardschwert ist das. Okay. Schade, wieder ein Zweihänder. Schade. Ich habe es echt gehofft gehabt, dass es ein Schwertelein ist. Aber nein. Nee, nee. Grummel, Grummel. Da geht's aber nicht weiter, ne? Nö. Der gute Fred. Komm mit, Fred. Fred. Den nehmen wir mit. So. Sesam, schließe dich. Jo. Jo, wo ist der letzte, ne? Der dritte. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe gerade keine Ahnung. Hüpf. Da waren wir ja drinnen. Zwei Büsten haben wir schon. Also zwei Räume haben wir aktiviert gehabt. Da unten ist nichts. Und da geht es nur zum Chefe, ne? Ja. Und hier ist links und rechts auch nichts gewesen, ne? Na. Mm-mm. Gut. Offiziell stehe ich jetzt wieder ein bisschen an. Jo. Da ist einmal. Ah, ich bin ein Depp. Ich weiß schon wieder. Da war er. Ja, da ist er. Ja, da gehört er hin. So. Zücke dein Schwertelein und speichern wäre auch nicht schlecht. Dann haben wir schon Nummer 3. Läuft ja gar nicht schlecht, oder? So. Hallo. Runter ins Stock. Finsterlich. Finsterlich. Aha, da ist ein Loch. Hallo, du Kratler. Ja. Ein Priesterlein. Quatsch. Hey. Jawohl. Ja. Ja. Quatsch. Jawohl. Na, jetzt ist er umgefallen. Ich glaube, das war jetzt gerade nicht toll, dass der da runtergefallen ist. Ich habe seinen Schädel nämlich nicht bekommen. Und da unten ist Lava. Und der ist jetzt leider... Puff. Gut durch ist er jetzt. Scheiße. Ups. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir den Deppen nach Möglichkeit hier zur Wand hin glitschen können. Glitschen nicht, bewegen können. Und hoffen, dass er nicht die Seite tauscht. Sonst ist wieder das Gleiche. Nur stirb einfach. Jawohl, jetzt ging es besser. Super. Oh, der hat viel. Zum einen sein Schädel, dann den Seelensplitter, dann einen Saphir. Inferno, holla, die Waldfee, kleiner Malertrank und ein paar Goldmünzen. Super. Geschafft. Fein. Geht ja. Läuft. So, lala, so, lala. Dann können wir wieder abhauen. Das ist ja schön. Das ist sogar so schön. Oh. Entschuldigung, jetzt habe ich ihn ausgesperrt. Komm mit, Fred. Ich will nicht gemeint sein zu dir. Du hast mir so toll geholfen. So ist schon besser. Oh. Grüß euch. Stimmt, da war ja noch was. Hallo. Wir müssen weiter vorsichtig sein. Hier gibt es sicher noch mehr von den Biestern. Naja, es geht. Ich habe eigentlich schon die meiste Arbeit getan, aber macht ja nichts. Besser spät als gar nie, ne? Inquisitor. Kommandant. Kato. Wenz. Moment, wo kommt denn ihr jetzt überhaupt her? Ich habe noch gar nicht die Brücke runtergelassen und so. Das ist gerade mysteriös. Vielleicht haben sie sich auch in einen Nautilus verwandelt. Hm. Lalila, lalila, lalila. Oder es sind höhere Mächte im Spiel. Was? Moment mal. Da fällt mir gerade was auf.
Schaut euch mal sein Auge an. Das ist dasselbe wie das da. Inquisitor, in welcher Verbindung steht dein Rubinauge zu dem Symbol da? Ich wusste, mit dem Kerl stimmt was nicht. Während du dich mit den Monstern amüsiert hast, sprach ich mit Ursigor. Was hast du mit ihm besprochen? Ich weiß jetzt nicht nur, wie wir das Siegel brechen können, sondern auch, wie ich den Titan kontrollieren kann. Befreie nun den Geist von Ursigor, damit wir das Tor öffnen können. Na dann, ich habe die Splitter gefunden. Ich habe die Splitter gefunden. Das ist gut. Gib mich frei. Und wie soll ich das anstellen? Sag es. Sprich aus, dass ich frei bin. Na bitte. Dann, du bist frei, Herr Geist. Erhebe dich, Geist. Du bist jetzt frei. Meine Fesseln schwinden. Spürst du es? Ich kann es spüren. Dann erfülle jetzt deinen Teil des Handels. Bitte. Ich werde mich an unsere Abmachung halten. Ja? Nimm meinen Schädel und stell ihn zusammen mit den anderen auf die Altare vor dem Tor. Welcher Schädel kommt auf welchen Altar? Höre, ich sperrte den Titan ein. Salsaran war meine persönliche Wache, gleichgestellt mit Zulutur, dem Priester, der Selseret beschwor. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Nun bin ich frei. Endlich frei! Du hast Ursigor befreit. Gute Arbeit. Jetzt steht uns nichts mehr im Weg. Ja, passt. Freut mich. Wie war das nochmal im Mittelteil? Du bist ja noch da. Du bist ja noch da? Ja. Ich dachte, du bist jetzt frei. Müsstest du dich nicht auflösen oder so? Von Auflösen war nie die Rede. Ich sagte, ich werde frei sein. Nicht länger an diesen Ort gebunden. Endlich kann ich dieses Grab verlassen. Dann bleibst du auf dieser Welt? Das ist die Macht, die mir einst und auf ewig verliehen wurde. Wenn es nach den Göttern gegangen wäre, hätte ich bis in alle Ewigkeit hier unten gehockt. Schön. Aber nun bin ich frei. Ob das so schlimm war? Aber ich werde noch bleiben. Ich werde bleiben und dich eine Weile beobachten. Wenn du schon bleibst, könntest du mir wenigstens helfen. Wir werden sehen. Zunächst mal will ich wissen, wie sich die Dinge hier entwickeln. Ob ich mich einmische, das wird sich noch zeigen. Schön. Fein. Na dann, du, was du nicht lassen kannst. Wir öffnen den Sarkophag. Oh, ich bin auf der falschen Seite gestanden. Ups. Da stinkt's. Schädel. Ursigors Schädel. Oh, schnell zu. Oh. Ja. Oh. Na, Fred. Ja, das ist. Ihm ist gerade die Nase abgefallen. Ach, der hatte gar keine mehr. Oh. Ja, das erklärt so einiges. Dass es ihm nicht graust. Na, Fisch. Ich halte das für keine gute Idee, Herr von und zu Inquisitor. Irgendwas mit gleichgestellt, ne? Spiel, speichern. Das ist ein Rätsel. Ich glaube, stirbt man da, wenn man das falsch macht? Ich hab's vergessen. Ich glaube, hier gehört der Chef hin. Warte mal, ich mache sie verkehrt. Keine Sorge, das klappt sicher nicht auf Anhieb, weil ich schon mal die Namen vergessen habe. Wo sind denn jetzt die Schädel hin? Da ist was. Untotes Biest. Untoter Priester. Untoter Krieger. Und wo ist der Chef selber? Da. Ja, ich glaube, das hat so gestimmt. Der Priester war daneben. Das heißt, hier muss der Priester her. Und dann habe ich schon keine Ahnung mehr. Denn die Namen stehen ja nicht dabei. Und jetzt? Du musst weiter.
öffnen? Oder hat es nicht hingehauen? Habe ich es dann doch falsch? Geht es dann von selber? Vielleicht, wenn ich die beiden vertausche. Da dann der Krieger. So. Und da drüben das Biest. Ja, klappt. Waren nur die beiden Schädel zum Tauschen. Sehr gut. Sesam, öffne dich. Endlich. Es ist soweit. Ich bin am Ziel. Osegor hat dir etwas erzählt. Was hat er dir gesagt? Ich kenne den Zauber, der notwendig ist, um das letzte Siegel zu brechen. Schön. Mein Okular wird ihn sichtbar machen und mein Wille wird ihn unterwerfen. Sein Auge. Was hat er noch gesagt? Es ist der Titan des Feuers, der die Insel beschützt. Er verhindert, dass die anderen Titanen die Insel zerstören. Ist das gut? Heißt, wenn wir ihn befreien, wird die Insel zerstört? Aber wir haben eine Waffe. Selbst wenn wir diese Insel nicht retten können, haben wir endlich eine Waffe, um die Titanen zu bekämpfen. Moment mal, du willst die Insel opfern? Hör auf! Du redest von Opfern, während da draußen der Rest der Menschheit vor die Hunde geht. Wach endlich auf! Das Festland ist längst zerstört. Der König ist tot. Wenn wir jetzt nicht kämpfen, wird es bald keine Menschen mehr geben. Doch, eigentlich hier auf der Insel, ne? Reicht das nicht? Was ist, wenn der Titan nicht für uns kämpft? Was ist, wenn der Titan nicht für uns kämpft? Du hast es doch selbst gesagt. Er war einst ein Diener des guten Gottes. Aber das war vor 1000 Jahren und inzwischen haben die Götter diese Welt verlassen. Er wird mich als seinen Herrn anerkennen. Mit ihm als Waffe werde ich die anderen Titanen vernichten und die Welt für die Menschen retten. Aha. Ja. Ich schätze, dann muss ich dich wohl aufhalten. Was? Es muss einen anderen Weg geben. Ich denke auch. Es muss einen anderen Weg geben. Du zweifelst immer noch. Du warst nie bereit für große Taten. Danke. Jetzt, wo es darauf ankommt, deine mutige Entscheidung zu treffen, ziehst du den Schwanz ein. Ich schätze, dann muss ich dich wohl aufhalten. Was denn? Du willst mich aufhalten? Eigentlich nicht. Ja. Und wie wirst du das tun, wenn du nicht mal in meiner Nähe bist? Männer, tötet ihn! Muss das denn jetzt sein, bitte? Shit, verdammter. Fred, du musst mir helfen. Alter. Hey, was war denn das jetzt? Die Sau hat mich gerade von hinten erwischt. Tut man das? Ist das anständig? Nein, ist es nicht. Ich glaube, mein Skelett ist gerade gestorben. Das ist natürlich schlecht. Und ich muss hier gegen 3 Kratler kämpfen. Das ist natürlich auch schlecht. Ja, der freut sich. Ja. Jawohl, irgendwas haben wir erwischt. Ja. 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 Okay. Tschüss. Ja. Mhm. So kommen wir nicht wirklich weiter. Alter Schwede, ne? Jawohl, der ist nicht. Kato, du Sau. Ja, ich weiß, ich bin am Frecken. Danke, aber es hilft nichts, wenn ich jetzt was trinke. Bin ich des Todes? Zu einer Wahrscheinlichkeit von 99,9%. Ja, dahinter ist abgenippelt. Muahaha.
Ganz geschmeidig. Langsam. Boah, der hat jetzt einen Doppelangriff gemacht, die Sau. Ja. 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 Boah, das wird... Das ist heftig. Jawohl. Der war schön. Ja. Boah. Panik. Ja. Ja. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich bin lieb. Bist du deppert? Ja? Ja! Jawohl! Alter! Bröstelchen! Apropos Prost. Das muss jetzt sein. Prost. Alter. Puh. Habe ich schon gesagt, dass ich das Schwert mag? Geht's denn her, euer Zeugs? Schön, großer Trank, großer Heiltrank, ja, ein paar Sachen eben. Wow, schön, jetzt hat der Depp den Schädel mitgenommen. Das ist natürlich, der Geist ist da. Das ist natürlich jetzt ungut. Herr Geist, hast du irgendwelche Vorschläge für uns, die wir da eventuell jetzt dann zu unserem Wohle nutzen können? Nun, hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja. Also, der Inquisitor kümmert sich um den Titan. Ich habe versagt. Titan. Ja. Der Inquisitor kümmert sich um den Titan. Tut er das? Ja. Was hat er vor? Durchzudrehen. Der Inquisitor will den Titan kontrollieren. Der Inquisitor will den Titan kontrollieren? Du bist überrascht. Der Träger des Auges ist ehrgeizig und strebt nach Macht. Super. Du selbst hast ihm den Schlüssel dazu gegeben. Dieser Versuchung kann er nicht widerstehen. Ja. Dann können wir nur hoffen, dass sein Plan funktioniert. Er wird scheitern. Danke. Niemand ist in der Lage, einen Titan ohne Hilfe der Götter zu kontrollieren. Super. Und was jetzt? Ja, dann wird die Insel vernichtet und alle werden sterben. Du hast den Titan doch auch kontrolliert. Ja, das obere. Dann wird die Insel vernichtet und alle werden sterben. Richtig. Nicht, wenn du den Träger des Auges aufhältst und den Titan zurück in sein Gefängnis zwingst. Noch ist der Titan schwach. Und selbst wenn er frei ist, ist er noch lange nicht im Vollbesitz seiner Macht. Aha. Doch seine Kräfte wachsen von Stunde zu Stunde. Schon bald wird ihn niemand aufhalten können. Super. Du hast den Titan doch auch kontrolliert. Das ist lange her. Und der Einfluss der Götter war stark. Mhm. Nun, wo die Götter diese Welt verlassen haben, gibt es niemanden, der einem freien Titan befehlen kann. Frei Schön. Von seinen Fesseln wird er wüten und alles verbrennen, was in seine Nähe kommt. Bravo, das sind ja schöne Aussichten. Aber wie kann man den Inquisitor nun aufhalten? Wie kann ich den Inquisitor aufhalten? Der Inquisitor ist nicht wichtig. Es ist der Titan, um den du dich kümmern musst. Und wie? Was muss ich tun? Nur ein Titanenlord kann den Titan wieder in seine Fesseln zwingen. Ich muss also selbst zu einem Titanenlord werden. Ja, das ist deine einzige Chance. Super. Und wie stelle ich das bitte an? Wie werde ich ein Titanenlord? Du musst den Titan im Kampf bezwingen. Klingt wie ein Kinderspiel. Du brauchst eine Rüstung. Ja, das sehe ich auch so. Die dich vor der unsterblichen Glut des Titanen beschützt. Ja? Sonst noch was? Eine Waffe, um gegen den Titan zu kämpfen. Mhm. Nur wenn du beides hast, Waffe und Rüstung, hast du eine Chance zu siegen. Wo kriege ich die Rüstung her? Wo bekomme ich die Rüstung her? Nur von Titanen geschmiedetes Eisen kann dich schützen. Ich besaß so eine Rüstung. Du musst sie finden. Wo ist sie denn? Und wo bekomme ich die Waffe her? Wo bekomme ich so eine Waffe her? Der dunkle Gott schenkte mir einst einen Hammer, um gegen die Titanen zu kämpfen. Cool. Nur mit ihm wirst du in der Lage sein, den Titan zu verwunden. Aha. Das hört sich alles ganz nett an. Aber wo finde ich das ganze Zeug? Das hört sich alles ganz nett an, aber wo finde ich das ganze Zeug? Auf meinen Befehl hin wurde meine Habe an die Hohepriester der Echsen gegeben.
Sie sollten sie bewahren und schützen, damit niemand in der Lage ist, die Titanen erneut zu unterwerfen. Also, wo sind diese Priester? Sie sind tot. Seit langer Zeit. Du musst ihre Gräber finden und die Siegel brechen. Dort findest du, was du brauchst. Wo finde ich die Gräber? Wo finde ich die Gräber? Sie sind in den Tiefen der Insel verborgen. Doch ich warne dich. Meine Befehle haben immer noch Bestand und sie werden noch immer bewacht. Mhm. Es gibt 5 Gräber und in jedem dieser Gräber wirst du einen Teil meiner Habe finden. Danke. Was für Siegel? Was für Siegel? Mächtige Kraftfelder schützen die Zugänge. Nur die älteste Magie hat genug Macht, um sie zu brechen. Damals erschuf ich eine Rune. Mit ihr kannst du die Barrieren zerstören, die die Priestergräber schützen. Eine Rune? Was soll ich mit einer Rune anfangen? Ich bin kein Magier. Ist denn die Magie in den letzten paar tausend Jahren nicht weiterentwickelt worden? Woher soll ich das wissen? Es muss doch da oben einen Magier geben, der dir dabei helfen kann. Na schön, ich suche mir einen Magier. Dann höre. Die Rune findest du im Sarkophag, wo auch mein Schädel lag. Toll. Den habe ich doch schon geöffnet. Nun, ich habe ein Geheimfach eingebaut. Drück den Deckel gleichmäßig zur Seite, dann wird sich das Fach öffnen und du kannst die Rune entnehmen. Warum nicht gleich? Nun weißt du alles, was nötig ist. Kehre hierhin zurück, wenn du dich bereit fühlst. Ja. So ungefähr in 5-6 Jahren. Ja, den Kratler kennen wir auch schon, denn da waren wir schon. Gemeint sind die Gräber, und Anführungszeichen, wo wir von einer magischen Barriere zum Teil auch geblockt wurden. Ich glaube, so war das. Da haben wir so eine Schriftrollen bekommen und da konnte man sowas mal aufmachen, ne? Ja, von den Teilen gibt es noch mehrere und die Rune ist halt praktisch, ja, wenn wir die nutzen können, dann sparen wir uns da die Schriftrollen. Gab es da Unterschied? Ich weiß es gar nicht mehr, ob die Schriftrollen nicht zum Schluss gar zu schwach waren. Weiß ich gar nicht mehr genau. Ist ja wurscht. Ja, fortsetzen. So. Servus, ihr Kratler. Ich mach dich fertig. Ja, ich dich auch. Ja, der war schön. Ja. Ja. Vaterdeichsel da. Ja. Boom. Ja. Herz auf. Ja. Jawohl, der erste ist schon mal erledigt. Komm daher, du Schirm. Ja. Okay, der ist auch erledigt. Puh. Da. Das war nicht schön. Ja. Vielleicht sollte ich auch das mit dem Zweihand-Dingens vielleicht lassen. Ja. Wow, das war knapp. Mit dem Trainieren meine ich. Vielleicht müssen wir dafür auf Axt gehen, weil ich glaube, der Hammer... Hey, du Arsch! So. Ich wollte nur sagen, ich glaube, der Hammer ist in der Abteilung Axt zu finden. Und das könnte sein, dass wir da Axt plus 3 oder so skillen müssen. Du Quatschkopf, echt. Ich mach dich fertig. Ja, ich mach dich fertig. Ja. Ich mach dich fertig, ja, ich. Ja. Alter, seid ihr betrunken, alle drei? Ja, sag einmal. So geht das aber nicht. Ja. Bäm. Ja. So muss das ausschauen. Komm näher, du Gradler. Ja. Quatsch, au. Ich muss mal was trinken, ich muss laufen. Und ich muss was trinken, runter damit. Schnell die Waffe zücken. Bleib stehen! Ja, ich stehe. Ja, sag einmal. Du Kratler. Ich muss noch mehr trinken, ganz, ganz viel. Und mich verteidigen, das wäre ganz schön. Ja, das war nicht so schlau. Jawohl, der ist erledigt. Jetzt bist nur noch du über. Du komischer Haufen. Irgendwas. Ja. Au!
Au, jetzt kann ich mal aussagen. Na, würdest du kommen, ha? Nippel einfach ab. Ich nippel gleich ab, wenn ich es weitermache. Jawohl. Alter, alter, alter. Jawohl, weg ist er. Puh. So ein Pech mit dem Schädel, echt. Können wir nicht nachhinein zu dem Kerl. Ach, der Inquisitor. Unfassbar. So, das nehmen wir jetzt mal mit. Jetzt müssen wir da runter. Ich müsste mal was trinken, ne? Wir werden jetzt eh bald wieder ein paar Goldmünzen für Tränke investieren und auch so... Was war da jetzt? Hallo. Halt. Halt. Spiel. Halt. Jetzt rennt er von selber weiter. Ich glaube, ich bin besessen. So. Wir haben eine magische Barriere zerstören als Rune. Super. Das haben wir schon mal. Das ist schön. Und jetzt müssen wir hier verschwinden. Ja, das wäre halt auch ein Bord hier raus schön gewesen, gnädiger Herr. Ich denke mal, wir schauen uns hier ein bisschen um, ob es hier vielleicht noch ein paar Gegner gibt zum Besiegen. Vielleicht wird es jetzt ja irgendwie eine Rune geben. Ich würde mich freuen. So. Hallo, Krakler. Ich werde dich zerschmettern. Na, wirst du nicht. Bin ich mir absolut sicher. So, jawohl, der Hintere hat es ordentlich abbekommen. Ich auch gleich, wenn ich so weitermache. So. Wer knurrt mich da jetzt schon wieder an? Warum knurrt mich da jetzt so ein Echsenmensch an? Na, ich. Geh lieber ein Pikachu fangen. Ja. Ich mach dich fertig. Hallo. Was sind denn das für Aussagen? Bam. Bam. Puh. Na los, mach was. Zack. Jo, und jetzt? Batsch. Na komm. Bam. Na, jetzt was ist denn? Stirb wie ein Mann, hey. Bam. Ja, macht er grad. Braver Ash. Ja, wie gesagt, hättest lieber ein Pikachu gefangen. Hm, der hat sogar Weintrauben. Hm, Weintrauben. Hm, köstlich. Irgendwo knurrt ein Echsenmensch herum. Ja. Mal schauen, ob wir den anfinden. Ja, mir wäre es gerade lieber gewesen, die nicht anzufinden, aber naja. komm daher, du Kratler. Bam. Ja. Okay. Puh, langsam. Alter, alter, alter. Du Kratler, du Schircher. Na, ist ja logisch, ne? Wie gemein. Da, so. Da kann ich gleich nochmal was saufen. Bröstelchen. Und nochmal von vorn den ganzen Spaß. Hallo, ihr Deppen. Na, hat er mich jetzt gerade nicht gesehen? Was bist denn du? Bist du blind? Ja. Okay, das hilft nichts. Ich habe gehofft gehabt, dass ich ihn von oben treffen kann. Aber das, nee. Jawohl, beide getroffen. Nicht schlecht. Komm nur. Ja.
Alter Schwede. Jawohl. Ja. Jo. Mhm. Oh. Ja. Okay. Ja, komm da her, Kratler. Ja, schön. Ja, das lief gut. Da bin ich doch glatt zufrieden. So, schnell speichern. Da rauskämpfen, ne? Ich muss vor allem noch um die Ecke noch schauen. Ob nicht hier vielleicht auch noch irgendjemand stehen tut. Oh. Sesam ist geöffnet. Sesam ist geöffnet, passt. Dann gehen wir da durch. Moa. Warum den langen Weg wählen, wenn wir den kürzeren gehen können? Hallo, Freund oder Feind? Niemand. Boah, ist das schon wieder das Stockdunkel. Das ist nicht nur dunkel, das ist stockdunkel. So, halt. Achso, das ist nur eine Säule. So, wo ging es jetzt nochmal schnell raus? Jo, ich glaube hier lang. Ja, ist schon ein paar Wochen her, bitte, dass wir, ja, dass wir hier das letzte Mal durchgehatscht sind. So, jetzt sind wir da. Ich glaube, jetzt muss ich hier rauf. Und dann sind wir normalerweise bei der Vulkanfestung draußen. Außen draußen. Also, besser gesagt, in der Vulkanfestung. So. So. Und dann hoffen wir mal, dass wir, dass wir einen Magier finden, der uns helfen wird. Ich hoffe, dass dieser Cyrus, hieß der so? Cyrus, irgendwie so, dass der uns helfen wird. Und hier ist schon wieder dunkel, ne? Immer noch finster, immer noch dunkel. Weil es Nacht ist. Ah, das erklärt so einiges. Dann schauen wir doch glatt, ob es vielleicht Magier gibt, die bereit sind, uns zu helfen. Oh, oh. Naja, fast. Hallo, Kratler. Wo kommst du? Au. Das war keine nette Begrüßung. Das ist schlecht, wenn hier ein Echsenmensch ist. Wann sind die bitte überrannt worden? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh je, Madonna. So, speichern unbedingt. Oh, warte, da kämpft ja noch jemand. Puh. Danke. Ah, der Synchronsch, also der Xathas-Verschnitt, wenn man so möchte. Entschuldigung, Xathas-Verschnitt hört sich jetzt voll gemein an. Also der Magier mit Xathas Stimme. Ist die Stimme. Scheinbar der letzte Magier, der noch lebt. Hallo Ignatius. Ich muss mit dir über den Inquisitor sprechen. Ich muss mit dir über den Inquisitor reden. Mendoza? Ja. Seine Pläne sind doch schuld an diesem Schlamassel. Ja. Wir haben schon die Kontrolle über die Vulkanfestung verloren. Was will er denn noch? Was ist mit der Vulkanfestung? Was ist mit der Vulkanfestung? Wir müssen uns um die Echsen kümmern, die aus dem Portal gekommen sind. Bevor wir nicht die Festung wieder unter Kontrolle haben, kann ich keine weiteren Probleme gebrauchen. Was soll ich tun? Alle Eindringlinge innerhalb der Vulkanfestung müssen vernichtet werden. Okay. Und wir müssen die Magier versammeln. Sie sollen alle in die heilige Halle kommen. Was ist mit den Gefallenen? Nimm alles mit, was sie bei sich haben. Wir dürfen dem Feind nichts überlassen. Alles klar. Geh und finde die Magier. Ich schütze die heilige Flamme. Alles klärchen. Das war's. Geh und finde die Magier. Quatschen, ich schütze die heilige Sachen? Flamme. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Musst eh nicht reden mit uns. Ist hier ein Echsenmensch eingedrungen? Bitte alle Echsenmenschen, die gern vermöbelt werden wollen, in einer Reihe aufstellen. Die Waffen fallen lassen und sich einfach verprügeln lassen.
Der Held dankt, bedankt sich. Da vorne ist wieder so ein Kradler. Ich wollte schlafen gehen. Ich hatte gehofft, dass ich irgendwie irgendwo mal pennen kann, ganz kurz. Dass es wieder Tag wird. Ja, die Fackel gleich mal auf den Teppich geschmissen. Der ist brandfest, keine Sorge. Der ist brandfest. Dafür haben sie schon gesorgt. Ist das eigentlich schlau, wenn wir hier alles ausrauben? Ich denke, ne? Probieren wir es doch mal. Ja, war wieder klar. Ha, wow. Gar nicht mal schlecht. Ein Pokal, Levitation und ein paar Goldmünzen. Super, nehmen wir gerne mit. Mua. Sauber. Ich bin beeindruckt. Und dann haben wir noch Mana-Pilz, eine Heilpflanze und nochmals ein paar Goldmünzen. Schön. Die brauchen wir dann eh alle. Was ist das? Achso, die Fackel. Die Fackel, da fackeln wir nicht lange rum. Hey, was? Oh, da ist ja noch jemand. Servus, ein Ringling. Scheiße. Cyrus, hallo. Ich habe hier eine Rune, um Barriere zu zerstören. Ich habe hier eine Rune, um Barrieren zu zerstören. Aha. Ja? Zeig doch mal. Interessant. Eine solche Rune habe ich noch nie gesehen. Bring sie zu Meister Illumar. Er soll ein paar Spruchrollen davon herstellen. Okay. Du sollst in die Tempelhalle gehen. Du sollst in die Tempelhalle gehen. Ist das ein Befehl von Meister Ignatius? Wer sonst? Ja, versammelt euch und beschützt die heilige Flamme. So soll es sein. Warte, handeln. Lass uns handeln. Bevor er mir komplett, bevor er abhaut. Okay, ich hatte gehofft gehabt, dass er irgendwelche Heildingens hätte. Nein, hat er natürlich nicht. Schleich dich. So. Der Eindringling. Scheißendreck. Okay, da ist nix. Na, nicht schlafen. Stopp. Raus! Du stehlst? Was? Das wirst du mir büßen. Aber jetzt nicht dein Ernst. Ah. Ist das besser? Fuck. Scheißendreck. Na gut, okay, ist nicht so schlimm. So, hoffentlich habe ich mir jetzt die Kombination gemerkt. Na, natürlich nicht, ne? So, 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 so. Na, schau, geht ja. So, alles nehmen. Mann, Kacke. So, den Schrank noch ausräumen. Eine Mütze voll Schlaf. Und dann geht's weiter. Dann werden wir versuchen. Weißt du was, ich bring gleich den Echsenkrüppel um. Wo ist er hin? Echsenkrüppel? Alter, du Sau. Alter, hallo, ich will schlagen. Jawohl, jetzt gehört er uns. Mua. Jetzt gehen wir schlafen. Jetzt hauen wir uns aufs Ohr. Jetzt zahlt es sich auch aus. Also besser aus. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Sehr gut. So. Passt. Das können wir jetzt normalerweise speichern. Bevor wir den Cyrus holen, möchte ich gerne stibitzen. Ich hoffe, das klappt. Ach, und nochmal. Und nochmal, ja. Und nochmal von vorne. Käse. Jawohl. Wir haben einmal Nautilus, das ist sehr gut. Die Verwandlung eben und ein paar Goldmünzen, das nehmen wir gerne mit. Die Nautilus-Verwandlungen haben wir eh schon nicht schlafen. Die haben wir eh schon ziemlich ja, aufgebraucht. Ah, dasselbe Schloss. Mhm, das ist praktisch. Ein Messer, einen Tietrich, eine Mana-Pflanze und 105 Goldmünzen. Da hat einer was gespart. Seine letzte Habe wahrscheinlich. Hab und Gut. Und der ist dafür ziemlich armselig, hat nur 8 Goldmünzen, eine Heilpflanze und eine Mana-Pflanze. Passt. Nehmen wir trotzdem gerne mit.
Es hieß ja, wir sollen nichts zurücklassen. Das machen wir auch gewissenhaft. Da ist er. Boah, habe ich jetzt Glück gehabt. Ist mit der Rune. Ich überspringe das mal. Bringen Sie. Dann Tempel. Ja, so soll. Und tschüss. Und speichern. Und vielleicht ein bisschen warten. Boah, ihr rennt einfach da so ungestüm durch die Gegend, ne? Kannst du uns... Es handelt von magischen Sprüchen. Super. Ein Bettchen. Ich muss warten, bis der Typ weg ist. Ich hoffe, das reicht schon. Boah. Nochmal von vorn. War klar, ne? War so klar. Geht doch. Okay. Ich höre da einen Echsenmensch knurren. Levitation und ein paar Goldmünzen. Das ist fein. So, was haben wir da? Das wäre eine kleine. Ach, und nochmal. Und nochmal, du sagst es. Geschafft. So, passt, geschafft. Sehr gut, wir haben einen Goldbrocken, eine Mana-Wurzel und ein paar Goldmünzen. Puh. Der Tisch schaut aus, als wenn was drauf wäre, ist in Wirklichkeit aber nichts. Tote Hose. Das heißt, der drübere Raum. Cyrus ist weg, das gefällt mir gerade gut. Hier haben wir ein Schränkelein mit einem leckeren Apfel, einer Beere und einer Heilpflanze. Das ist sehr gut. Nehmen wir natürlich alles wieder mit. Ist hier noch irgendwas leicht zum Stibitzen? Na, da müssen wir uns über die Truhe hermachen. Mal von vorn. Ist klar, dass die wieder... Ne? So, jawohl. Passt, geschafft. Da haben wir Trauben, einen Ring mit maximales Mana plus 20 und ein paar Goldmünzen. Wir haben wahrscheinlich eine Brauchung, aber was man hat, hat man. Und die Truhe hier, das ist so dunkel, ich weiß, ich muss da jetzt mal wieder heller machen. Na also. Da haben wir eine Rezeptur. Rezept für einen Trank, der die Geschicklichkeit permanent erhöht. Habe ich den nicht gekauft? Ich glaube, den habe ich gekauft. Scheißendreck. Naja, was soll's. Es gibt schlimmere Sachen, um Geld beim Fenster rauszuschmeißen. Oder Situationen, sagen wir so. Auf jeden Fall speichern. Ich hab dich gehört, du Kratler. Ja, da knurrt er mich an, ne? Er, die. Die knurren mich an. Au. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Das war jetzt aber nicht so gescheit. Freund der Berge. Au. Jetzt reicht's mir aber. Du Kack. Echsenviech, du Dreckerts. Ja, geh abnippeln. Au. Bäm. Ja. Du brauchst ja nur sterben. Was anderes. Oh. Ich werde gleich sterben. Ja, 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 ist gut. Darf ich jetzt auch mal. Na, blocken, blocken, blocken. Das gibt's ja nicht. Aber jetzt haben wir. Na, sauber. Geht ja. Her mit deinem ganzen Zeugs. Mua. Da ist wieder so finster. Da, Licht. Was haben wir denn hier noch Schönes? Eine Schatztruhe. Oh. Und nochmal von vorne. Ist klar. Boah, es wackelt der schon wieder. Dietrich ist hin. Aber nicht dein Ernst. Der Dietrich ist abgebrochen. Zwei abgebrochen. Geschafft. Du Arschlochtruhe. Illusion erschaffen, ein kleiner Mana-Trank und 11 Goldmünzen. Dein Ernst. Das ist dein Ernst? Ja. Ach. Überspruchrollen und Zutaten. Aha. Um Telekinese auf eine Spruchrolle zu schreiben, braucht man etwas Flügelstaub. Hm? Okay, das war's. Ich habe gehofft, dass es wieder Weisheit Plus gibt. Vielleicht hier? Hier steht etwas. Boah, da bebt's. Was haben wir da? Hm, interessant. Okay, das ist gut. Da haben wir recht viel gutes Zeugs bekommen. Also Weisheit Plus. Keine Ahnung, ob man das irgendwie mal nutzen kann. Der knurrt die ganze Zeit, ne? Da denke ich immer, da kommt, da hilft mich gleich was an. Ich lege mich nochmal hin. Nur bis mittags. So. Weil das war jetzt ungut. Ich weiß auch, dass wir mal runter müssen dann.
Dort drüben geht es nämlich weiter, aber zuerst werden wir hier mal die Eindringlinge dezimieren. Ist hier noch ein Kratler? Nein. Hier ist keiner mehr. Nee. Passt, du nur schön brav speichern. Der erste ist schon mal drinnen, ne? Das ist ja fein. So, oh je, da ist wer gestorben. Und es knurrt jemand. Das ist nicht gut, wenn jemand knurrt. Nein. Außer der Oger von vorhin. Da ist finster, ne? Au! Du Speerkrüppel. Aua. Ja. Ja. Passt, der ist erledigt. Da tun wir auch gleich. Boah, der Dietrich, ne? Tun wir gleich lesen. Nichts Neues. Ah, nichts Neues. Boah, da hört man, die hört man voll ganz, ganz laut herum und so. Herumknurren. Minze, kleiner Heiltrank, Novizenstab und ein paar Goldmünzen. Es tut mir leid, Rupert. Rupert hieß er, ne? Eine Goldschmiede. Goldschmiede. Hammer da oben, ist da oben ein Gradler, der erwatschen will? Na, nix. Dann sind sie unten drin. Unten drunten. Machen wir die doch gleich platt, oder? Aber nicht ohne Speichern. So. Puh. Okay, da geht's noch weiter runter. Das ist gerade komisch. Machen wir mal die Truhe auf. Was haben wir denn da Schönes? Oh. Eisenerzbrocken, ein Bein, Apfel, Mana-Wurzel, kleiner Heiltrank und rostiges Schwert. Gut. Mhm, die Kiste, da war mal was, also da war was drin einmal, ne? Oh. Hallo Kratler, komm näher. Ja, ist schon gut. Bam. Ja. Bam. Ja. Ja. Jawohl, der ist erledigt. Der knurrt nicht mehr rum. Trotzdem kurz mal schützen. Ob nicht hier vielleicht um die Ecke noch irgendjemand ist. Na, schaut gut aus. Das ist gut. Da machen wir hier die Kisten schön auf. Ein paar Goldmünzen, zwei kleine Heiltränke, ein normaler Trank, also so ein gemischter wieder mit Lebensenergie und Mana-Retour geben tun, Bier, Telekinese und einen Goldbrocken. Fein, das nehmen wir gerne mit. War hier, da ist noch eine. Ja, Goldbrocken wieder, Goldmünzen, ein paar Bolzen, wieder so einen gemischten Trank, bisschen Wein, Wasser und Illusion erschaffen. Das mit Wein gefällt mir sehr, sehr gut. Den brauchten wir doch, um die Tränke zu machen, ne? Also, das ist wirklich echt praktisch, dass wir den jetzt kriegen tun. Kriegen tun, ja. Ist wieder speicherungswürdig. So. Na du armer Kerl, Enzo. Hering, Fläschchen und Novizenstab hat er noch bei sich. Eine Bank. Ist hier irgendein Kratler? Weg mit der Waffe. Na, gar nicht wahr. So ist es recht. Servus, Illumar. Was willst du hier? Ich sehe mich mal um. Ja. Dann tu das. Ich werde dir den Zugang zum Wissen nicht verwehren. Wenn du lernen willst, steht es dir frei zu lernen. Solange du nicht den Frieden der Festung störst. Das klingt doch ganz gut. Psst, sei vorsichtig. Hier lauern überall Feinde. Was weißt du über die Situation? Die meisten Echsen sind zum vorderen Tor gestürmt. Ein paar wenige durchsuchen die Gebäude. Wenn wir die Vulkanfestung befreien wollen, müssen wir sie alle aufspüren und töten. Ich werde mich darum kümmern. Alle Magier sollen sich in der Heiligen Halle versammeln. Gut, ich werde gehen. Viel Glück. Du auch, viel Glück. Alchemietisch haben wir da, das gefällt mir auch sehr gut. Dann können wir, wenn es passt, gleich dann ein paar Tränke machen. Doch zuvor werden wir noch die Buchständer hier ein bisschen durchsuchen. Der Runentisch ist ein mächtiges Werkzeug. Bla 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 bla. Oh, hier steht es. Um den Runentisch vorzubereiten, setzt man die gewünschte Rune in die Vorrichtung. So, das muss reichen. Super. Schön. Haben wir wieder was gelernt. Die Vorbereitung. Der Schreiber bereitet sich mental auf... Ach, das ist doch alles Quatsch. Lass mal sehen. Dann. Ah.
dann legt er die benötigten Zutaten, die unbeschriebene Pergamentrolle und die Schreibfeder neben den vorbereiteten Runentisch und ist nun bereit, mit dem Schreiben zu beginnen. Das reicht mir. Okay, Fisch. Schreiberpult. Von magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. Mhm. Ja, Jarvis hat's erwischt, ne? Brathering hat er immerhin, Mana-Trank, Novizen, Stecken und ein paar Goldmünzen. Ruhe in Frieden, Kumpel. Ja, haben wir hier irgendwo was Tolles noch? Nur Schreiberpulte für die, fürs Erlernen oder Benutzen oder überhaupt Zusammenschustern von Schriftrollen, glaube ich, ne? Servus. So circa in etwa, glaube ich mal, dass das so. Wow, Alter, ich bin ja ein volles Traummännlein, ne? Hallo. Entschuldige, dass ich dir so wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht habe, aber dafür bekommst du es jetzt voll und ganz. Wow. So. Alter Schwede. Erschreck mich doch nicht so. Okay, hier ist nach wie vor nix. Weniger als sonst. Aber, warte kurz. Speichern. Ist wieder speicherungswürdig. Wenn ich da jetzt runterstürze. So. Mich elegantest abrolle. Ist hier irgendwas versteckt. Eine Beere. Ich werde nicht geschlagen. Tatsächlich. Erlan. Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe? Ich versuche, als Krieger in den Orden aufgenommen zu werden. Mhm. Schön, das war's schon. Nicht so riskant. Das war's. Mehr Text war da nicht. Oder mehr hat uns nichts zu sagen. Er hätte jetzt aber zurücklaufen können zu den Magier. Die könnten sich auch einen Kämpfer brauchen. Da ist ja der Nächste. Der nächste Kratler. Ja. Da unten ist auch noch ein Magier. Ja, komm her. Wo schlägst denn du hin? Wo ich stehe? Kauf dir eine Brille, Freund. Echt. So, her mit deiner Waffe. Die Schweindel. Alter, ich habe mich gerade vom Schweindel erschreckt. Ja, ja. Servus, Abrax. Ah, der junge Mann? Gut, dass du kommst. Da sind Echsen. In der Bibliothek. Ich weiß, was, sie sind überall. Du musst in die heilige Halle gehen. Ja, aber sie sind in mein Labor eingedrungen und jetzt bringen sie bestimmt alles durcheinander. Und sie haben die Tür zugemacht. Wie soll ich denn jetzt mein Experiment beenden? Später? Ich habe einen Runenstein. Sieh zu, dass du zur heiligen Halle kommst. Nö, Runenstein. Ich habe einen Runenstein. Wie? Was? Na, dann lass mal sehen. Ich versuche mal, die Struktur zu entschlüsseln. Ah ja. Wenn du davon Spruchrollen erstellen willst, solltest du zu Meister Illumar gehen. Mhm. Und hier, diese Pflanzen wirst du dafür brauchen. Oh, danke. Sieh zu, dass du zur heiligen Halle kommst. Sieh zu, dass du zur heiligen Halle kommst. Was? Aber du musst in die Bibliothek gehen. Ja. Was soll ich da? Du musst die Eindringlinge aufhalten und meine Aufzeichnungen und Vorräte retten. Jawohl. Die Tür zum Labor ist doch zu. Die Tür zum Labor ist zu. Vom Rumstehen und Reden alleine geht sie nicht wieder auf. Ach, was und du wie soll sagst. Ich hineinkommen? Benutze den Geheimgang in der kleinen Bibliothek. Ding, da haben wir es schon. Ach ja. Ach ja. Na, großartig. Sind hier Kratler anwesend? Noch nicht, ne? Dann würde ich sagen, das ist doch wieder mal speicherungswürdig. So. Und einfach mal öffnen. Die haben nicht mal ein Schloss. So. Nehme ich alles dankend an. Schlafen gehen? Ah. Noch nicht. Was haben wir hier Schönes? Staubhaufen. Ich gehe jetzt sicher nicht fegen. Noch eine Truhe, die machen wir gerne auf. Ah, die ist verschlossen. Ach, und nochmal. Gut, sehr schön. Da haben wir Flügel drinnen, Telekinese und 13 Goldmünzen. Boah. Die sind, wenn die zusammenlegen, können sie sich vielleicht ein paar neue Schuhe oder so kaufen. Oder mal was Gescheites zum Essen.
Da haben wir noch eine. Eine Truhe, meine ich. Mit einem Dietrich, ein kleiner Heiltrank und 5 Goldmünzen. Ja, bescheiden leben. Wir haben hier Tee und ein Stück Brot. Das ist auch super. Schön bescheiden leben. Da sitzt wer und sauft. Servus, Kasper. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich wollte nur schnell was fegen. Versteckst du dich etwa? Ich dachte, du wärst einer von der harten Sorte. Ich bin einer von der Sorte, die am Leben bleiben will. Hm. Aber abgesehen davon habe ich die Gelegenheit genutzt, um meine Vorräte etwas aufzustocken. Hier liegt eine Menge Zeug rum und es wäre doch schade, wenn das alles den Echsen in die Hände fällt. Natürlich. Wenn du was brauchst, lass es mich wissen. Dann, zeig mal, was du hast. Dann zeig mal, was du hast. Leere Spruchrolle, Goldbrocken, Apfel, Witze erzählen, Dietriche, da will ich gleich alle haben. Auf alle Fälle. Mhm. 100. Ja, da können wir ihm da von mir aus hier ein Bild was geben. Einfach mal so, das kriegt er so, ja. Schwache magische Heilung, die kann er behalten. Den Rest braucht man nicht. Handeln bitte. Ja. Und beenden. Mach dich nützlich. Wir brauchen jeden Mann. Mach dich nützlich. Wir brauchen jeden Mann. Na gut, ich gehe zu William auf den Hof. Da bin ich wenigstens nicht ganz allein. Das ist schon mal ein Anfang. Pass auf dich auf. Mach mal. Dann zeig mal, was du hast. Was? Nö. Ende. Ende aus. Ein Stück Wurst haben wir auch da. Jetzt müssen wir kurz warten, bis er abgehauen ist. Inzwischen speichern wir das Gute wieder mal. Das Gute. Das da. Bist du weg? Er schimpft mich nicht zusammen. Eine Pfanne und noch ein Dietrich. Bravo. Den können wir sowieso brauchen. Irgendwo knutscht wieder was rum. Okay, hier ist es noch nicht. Vielleicht unter uns. Das könnte es auch sein. Ein Grog, der beste Freund des Matrosen. Brathering und ein paar Goldmünzen nehmen wir gerne mit. Dann haben wir noch den Schrank zu beglubschen. Flügel, eine Zwiebel. Oh lala. Der nächste Eintopf ruft. Yeah. Gut, das war's von hier. Wie schaut's da aus? Okay, da ist niemand. Bin schon wieder zu übervorsichtig. Ein Ei und ein Stück Brot. Boah. Und nochmal eine Kiste mit Telekinese, ein Schluck Wasser und ein paar Goldmünzen. Sauber. So. Was ist hier? Ja, noch immer der Staubhaufen. Das war, glaube ich, Teil einer Quest. Grummel, grummel. Das ist gar nicht gut, wenn es so grummelt. Ich tue wieder mal sicherheitshalber speichern, nicht, dass ich abnippeln tue. Was? Du hast recht, mir ist das noch nie passiert. Das glaubt mir kein Mensch mehr. Noch ein Dietrich, ein Apfel und ein Heiltrank. Boah, super. Ich bin entzückt. Ja, da ist sonst nichts. Was haben wir da noch? Alter, hör auf zu knurren. Was haben wir da noch Schönes? Ein Grog, Brathering und nochmal ein paar Goldmünzen. Das ist echt nicht schlecht. Die werden wir sicher gut investieren können, bald mal. Spätestens dann, wenn ich Tränkeleins kaufen tue. Okay, ich glaube, da hinter der Tür ist etwas. Nur die Frage, ob es mich umbringt oder ob wir es überleben. Da ist nichts. Da baden können wir ja. Da ist es sicher unterhalb, also unter uns oder neben uns irgendwie so. Den Besen nehmen wir auch mit. Was haben wir hier? Weinkeller. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Okay, für den Weinkeller brauchen wir noch einen Schlüssel. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Oh je. Oh. Oh, Burschen. Nicht schlecht. Gebratenes Fleisch, Kraut, Novizenstab. Stab. Stab. Nicht Staub, sondern Stab. Novizenstab.
Boah, die haben da alles kurz und klein gehauen. Nicht schlecht, meine Herren. Das war eine tolle Leistung. Ich sammle das jetzt einfach mal ein. William! Hey, gut, dass du lebst. Mann, was für ein Gemetzel. Mehr als die Hälfte von uns sind tot. Wie ist die Lage? Das Tor muss gesichert werden. Die Jungs da unten können bestimmt noch Unterstützung gebrauchen. Ich werde hier die Stellung halten. Wer weiß, wo sich hier noch überall Echsen rumtreiben. Das machen wir eigentlich, oder versuchen es zu machen. Da drüben ist der nächste Kratler. Questgescheitert, Sicherung des Tors. Was? Wie kann das jetzt gescheitert sein? Tu das Ding wieder weg! Ja, ja, das gilt eh für den. Hau bloß ab! So. Au, du schiercher Kratler. Jawohl, der ist ja schon mal erledigt. So. Hey, hallo, sind das etwa deine Manieren, du? So. Au. So, weg mit dir. Bam. Von hinten, frech. Alter. Du dämlicher Fatzkettung. Jetzt muss ich aufpassen, dass das arme Händel nicht noch umschlitzt. So, geht ja. Du Dreckspatz. Ist ja wahr. Dämlicher Echsenheini. Bringt mich da fast um, hä? Und das bebt schon wieder durch die Gegend. Ich müsste mal kurz schlafen. Nur ein Nickerchen wäre mir recht. Mehr verlange ich gar nicht. Und ich raub mal die Leute hier aus. Wie gesagt, die sind eh gestorben. Die brauchen das alles nicht mehr. Ja. Ja. Ein Bett. Ich gerne haben möchte tun. Hat der ein Bett? Der hat eins. Ich schlafe mal eine Runde. So, bis zum nächsten Morgen, Pen. Alter Schwede, kann das sein? Stimmt denn echt die Uhrzeit? Das kann's nicht geben, oder? Ist echt schon so wieder so spät? Das ärgert mich jetzt aber gerade. Es ist spät. So spät. Da könnte ich dann gleich mal das Lied von Paulchen Banda singen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? La, weiter weiß ich den Text nicht mehr. So ein Mist, ich tu mir schwer. Hallo? Kuckuck. Ja, freilich. Sicher sind die Kratler da unten. Ist ja unglaublich. Und dann werden wir die gleich mal da, ne, ins Verhauen. Komm her, Trottel. Standhaft. Du brauchst nicht standhaft sein. Du kannst standhaft umfallen. Das wäre mir lieb. Einfach standhaft umfallen. Probier's mal. Das geht ganz einfach. Glaub mir. Legst die Waffe hin, ziehst die Rüstung aus und dann tust du einfach standhaft umfallen. Quatsch! Du Kratler, du Schiercher. Bam! Na komm. Bam! Der Echsenkrieger. Aha. Trotzdem weiter. Vorsicht. Langsam. Leise. Kratler? Alle Kratler, bitte, ja, hallo sagen. Niemand mehr, okay. War nur der hier. Gut, dann schleichen wir uns wieder. Juhu. Wir können aus der Gruft raus. Schön. Endlich frische Luft. Wie schön. Oh, da liegt ja noch jemand. Servus. Ja. Ja, Händel, ne? Alles gut. Da gackert's fröhlich durch die Gegend.
Es gab gerade das Huhn, lalila. So, meine Herren, wie schaut's mit euch aus? Da hat ja jemand überlebt. Mhm. Wie ist die Lage? Mach dir um uns keine Sorgen. Wir passen auf. Ich werde jetzt weiterarbeiten. Und jeder, der mich dabei stört, wird das bitter bereuen. Na gut. Viel Spaß. Servus, Tucker. Mir hat das alles von Anfang an nicht gefallen. Mhm. Und wenn die Jungs mehr trainiert hätten, wären sie jetzt nicht tot. Alter, das war aber gemein. Servus, Vitus. Ignatius will, dass ihr euch in der Heiligen Halle versammelt. Ich werde gehen. Ich habe eine Rune. Ich habe eine Rune. Das alte Wissen verlangt einen klaren Geist, der mit Weisheit gefüllt ist. Mhm. Ja, genau. Wenn du weise bist, gehst du damit zu Meister Illumar. Gut. Der Krieger der Echsen ist tot. Der Krieger der Echsen ist tot. Gute Arbeit. Yeah. Brav, Simmer. Brav. Jo. Ich glaube, da drüben geht's irgendwie dann gleich weiter. Wir sollen ja noch ein Stückchen nach unten schauen, ne? Ob's da. Wie es da eben ausschaut, ne? Ich zück gleich mal die Waffe. Ja, gut, dass ich die Waffe gezückt habe. Boah, das war jetzt irgendwie fast. Wow, ein Geistesblitz, wollte ich sagen. Oh, hey! Sag einmal, Mistvieh. Zack. Na komm. Er schnuppert da durch die Gegend. Ja. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Ja, ich frage ja noch, ne? Ich muss ja fragen. Ich muss ja fragen, das ist so. So. Bruno am Sonntag hat's umgehauen. Ja, jetzt wird er keine Karikaturen mehr malen für uns. Für unsere Landeszeitung sozusagen. Schade. Mich sieht keiner stibitzen. Mich sieht keiner stibitzen. Nein, und ihr dürft es auch nicht verraten. Bitte. So, hier noch ein bisschen was. Eine Karotte, Brot und gebratene Scholle. Den Fisch hat man auch noch nicht. Mhm. Das ist toll. Was haben wir im Schrankelein? Einen Mana-Trank und ein paar Goldmünzen. Geht hier auch was? Nö. Ja, das nehmen wir gerne mit. Ich soll vielleicht ein Tränkelein gönne ich mir. Huch, den Palas hat's umgehauen. Die Macht von Eis. Wilde. Verwirrende Aufzeichnungen von Meister Palas. Die sollte ich lieber einem Magier geben. 120 Goldmünzen, den Richterstab, einen Ring, der Akrobatik plus 1 kann, einen Trank hat er da, der das maximale Mana um plus 5 erhöht, einen Frostkristall, da wird mir gleich kalt um die Finger, und eine Berserkerspruchrolle hat er auch noch. Super, nehmen wir gerne mit. Können wir hier beim Buchständer noch irgendwas da vielleicht? Ja. Yeah. Weisheit plus 3, das ist schön. Da, die Truhe, richtig, die konnten wir auch nicht öffnen. Ja, richtig, zu B. Ein Pokal hat er drinnen und 50 Goldmünzen. Super. Sehr, sehr gut. Ist hier noch was? Taylor hat es auch nicht überlebt. Brathering, großer Mana-Trank, Novizenstab und ein paar Goldmünzen. Aber nur ein paar. Dann haben wir hier noch einen Schrank mit einer Minze, einem Mana und einem kleinen Heiltrank. Okay. Und nochmal einen Buchständer. Nochmal Weisheit. Sonst steht hier nur noch Scheiße. Oh, das darfst du doch nicht sagen. Sonst steht hier nur noch Scheiße. Sehr schön. Ja. Fisch. Ja, magiermäßig könnten hier noch... oder besser gesagt, Echsenmenschenmäßig ist hier noch was? Außer vielleicht eben dort unten drunten? Ich brauche ein stumpfes Schwert. Oh, okay, ich dachte nur, vielleicht können wir das Schwert nochmal ein bisschen... Aber nein. Okay. Da waren wir brav, das reicht. Gut. Dann werden wir mal zurückgehen zu den Magierleins, beziehungsweise werden wir hier noch alles mitnehmen.
Ich hoffe nicht, dass uns wer beim Klauen erwischt. Goldmünzen, ein Ei und ein Apfelein. Ja. Ein Schluck Wein haben wir noch da. Es knurrt noch was herum. Ja, ja. Es knurren zwei herum. Habe ich das gerade richtig mitbekommen? Nein, ist nur einer. Ja. Ich dachte von der Seite. Doch sicher. Da ist er ja. Okay, der jetzt her. Das ist gerade voll komisch gewesen. Passt, weg ist er. Ich mag das Schwert. Den Zweihänder. So. Dann muss der Koch auch verstorben sein. Den Wein nehmen wir mit. Den Apfel nehmen wir mit. Ist hier noch... Na. Was haben wir hier? Ist hier noch irgendwas? Nö. Einen Eintopf. Den nehmen wir sehr gerne mit. Ein Stück Käse. Eine Wurst. Ja. Ein Brot. Ein paar Kartoffeln. Und einen Schluck Wein nochmal. Wenn ich jetzt zum Kessel gehe. Wir können 10 Novizeneintöpfe machen, aber ich möchte gern den Feuertopf machen, weil der immerhin 200 heilt. Ja, das ist mir ganz lieb. Hm, riecht schon mal nicht schlecht. Mhm, fein, das hast du brav gekocht. Aber ich denke mir auch, vielleicht können wir trotzdem... Kartoffeln haben wir noch genug, Wein haben wir mehr als genug. Ich mache da gleich 9 von dem Eintopf. Das ist besser, als wenn wir das Fleisch jetzt braten würden. Ich glaube, da war Fleisch dabei, ne? Mm, lecker. Ja. Ist vielleicht so gar nicht so schlecht verwertet. Warte. Waren wir hier nicht? Da waren wir noch nicht, ne? Schauen wir mal. Flügel, Fläschchen, einen Ring, der maximales Mana plus 10 gibt und nochmal ein paar Goldmünzen. Supi, supi. So, ein Stück Käse. Käse. Jam, jam. Eine Bank, ja. Hier ist noch ein Stück. Also noch ein Stück, genau. Noch ein Apfel und noch eine Truhe. Mit einem Flügel, noch ein Apfel, ein Stück Käse und 9. Stellt es euch vor. Satte 9 Goldmünzen. Die reißen uns jetzt raus, ich schwöre. Dank denen sind wir stinkend reich. Hat sich hier noch jemand verschanzen können? Na, scheinbar stehen die Echsenmenschen nicht auf Schwein. Fred, ja. Weinkellerschlüssel. Weinkellerschlüssel. Perfekt. Ich danke dir. Da können wir jetzt hin. Ist hier irgendwas Interessantes? Ach, und nochmal. Ja. So, jetzt aber. Okay, da ist sonst nichts. Super, eine Schaufel, eine Säge und den Schrank. Für das muss man das absperren. Da ist ein Besen drin. Wie passt ein Besen da rein? Und dasselbe mit der Heugabel. Aber Zwiebeln, Kartoffeln und ein Apfel ist drin. Ich glaube, wir können noch mal was kochen. Aber ansonsten sind wir hier schon fertig. Hm? Das scheint es damals gewesen zu sein. Sollen wir die Schweine umhauen? Ich weiß, das gibt sicher auch Erfahrungspunkte, aber ich will ehrlich gesagt gar nicht. Der Weinkeller war jetzt da drüben, ne? So. Dann inspizieren wir doch den mal. Ich glaube hier irgendwo, oder? Bin ich schon wieder verkehrt? Na, hier war nur der Friedhof, ich bin ein Trottel. Der war oben weiter. Entschuldigung. Der war da oben droben. Alle hopp, hopp, hopp. Alle hopp, hopp, hopp. Irgendwie habe ich das Gefühl, da sind zu wenig Echsenmenschen noch da. Da müssen noch ein paar irgendwo herumkrebsen. So, was du jetzt? Na, du nicht. Da drüben war der Keller, ne? Alle hopp, hopp, alle hopp, hopp, alle hopp. Da. Da ist schon wieder so dunkel. Ich brauche eine Fackel. So. Der Wein. Okay. Das scheint hier unheimlicher zu sein, als es in Wirklichkeit ist. Hier ist ja wirklich nur Wein. Was mich aber, wie gesagt, sehr freut, weil wir brauchen es dann eh für die Alchemie. Alchemie. Schön. Immer her mit die Weinkrüge. Perfekt.
Das hat jetzt gerade komisch ausgeschaut. So. Ich glaube, das war's auch schon wieder. Mhm. Gut. Die paar Flaschen müssen sie wegsperren. So, und dann müssen wir noch hier hin. Ah, falsch. Baden noch nicht. Baden brauchen wir noch nicht. Ist noch zu früh. So streng riechen wir noch nicht. Der war dann doch in der Tat, die eine Bibliothek war da unten. Hallo Ignatius. Mendoza will die Insel vernichten. Mendoza will die Insel vernichten. Er will was? Hm? Du hast richtig gehört, die Insel. Er will sie opfern. Ich verstehe nicht. Das geht mir zu schnell. Erzähl mir alles, was du weißt. Also, ich muss erst mit Don Esteban reden. Ich muss erst mit Don Esteban reden. Wenn es wahr ist, was du sagst, geht das hier jeden an. Es ist keine Zeit für irgendwelche Alleingänge. Mendoza will den Feuertitan befreien und kontrollieren. Mendoza will den Feuertitan befreien und kontrollieren. Feuertitan? Ja, er wurde einst von einem Titanenlord dort unten eingesperrt. Seine Anwesenheit verhindert, dass die Insel von dem Sturm da draußen vernichtet wird. Weiß Mendoza das? Ja, aber es ist ihm egal. Er will den Titan kontrollieren und als Waffe verwenden. Dazu ist ihm jedes Opfer recht. Verstehe. Was hast du vor? Es gibt nur einen Weg, den Inquisitor aufzuhalten. Ich habe mit dem Geist Ursigors gesprochen. Es gibt nur einen Weg, den Inquisitor aufzuhalten. Ich muss Ursigors Rüstung finden und den Titan wieder in sein Gefängnis sperren. Aber ich habe nicht viel Zeit. Wenn der Titan erst einmal frei und im Vollbesitz seiner Kräfte ist, dann wird diese Insel untergehen. Richtig. Du kannst auf unsere Hilfe zählen. Wo finden wir die Rüstung? Die Einzelnen... Warte mal. Warte mal kurz. Ich muss das speichern. Ich will auf keinen Fall da jetzt eine Quest damit vernichten. Und zwar, die einzelnen Rüstungsteile liegen in den Gräbern von Echsenpriestern. Die einzelnen Rüstungsteile liegen in den Gräbern von Echsenpriestern. Sie werden bewacht. Hier, ich zeige es dir auf der Karte. Der eine Eingang ist im Banditenlager. Wir werden die Hilfe von Don Esteban brauchen. Du wirst zu ihm gehen. Überzeuge ihn davon, dass er keine Wahl hat. Was ist mit dem Inquisitor? Was ist mit dem Inquisitor? Wir sind die Hüter der Flamme. Wir schützen die Insel. Der Inquisitor ist zur Bedrohung geworden und damit zu unserem Feind. Was ist mit dem Rest der Inquisition? Das muss Carlos entscheiden. Toll. Er ist der Ranghöchste. Wir können nur hoffen, dass er nicht vergessen hat, warum er hierher gekommen ist. Okay. Rede mit ihm und erkläre ihm alles. Ich hoffe, er wird uns helfen. Das hoffe ich auch. Ich habe hier diese Rune, aber ich kann sie nicht verwenden. Ich habe hier diese Rune, aber ich kann sie nicht verwenden. Dann gibt es nur einen, der dir helfen kann. Meister Illomar. Wende dich an ihn. Okay. Dann tue ich jetzt nochmal speichern. Ich habe echt Schiss, dass ich da jetzt was versau. So, fortsetzen. Und die Magier sind da. Ich habe alle Magier gefunden. Und? Was ist mit ihnen? Pallas ist tot. Tot? Unser Bruder. Sein Tod soll nicht umsonst gewesen sein. Passt. Dann gehen wir noch schnell in die Bibliothek. Zumindest mal auf den Weg dorthin. Alter Schwede, wie die Zeit vergeht. Das ist echt übel. Das ist richtig übel. Weil es ist schon wieder Schluss für heute. Schnief. Oh. Es ist schon wieder Schluss für heute. Oh, da ist noch ein Echsenschwert. So. Aber damit das heute auch noch ein gutes Ende wird, machen wir noch die Tür auf. Wenn ich noch weiß, wie es geht. Tada, Sesam, öffne dich. Und da werden wir nächsten Samstag hinuntersteigen in das Dunkle, zum Bösen und werden versuchen, uns einen Weg in die andere Bibliothek zu erarbeiten, zu erkämpfen und eben die Habseligkeiten des Einmagiers ihm wiederbringen zu können. So circa, so irgendwie, ja. Ja. So ist mal der Plan. Na Fisch, supi. Ihr Lieben, das war's wieder für heute.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Ich wünsche euch, ihr lieben Twitch-Zuschauer, ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht noch, eine gute Nacht. Ihr lieben YouTube-Leute, euch wünsche ich einen schönen Abend ebenfalls, beziehungsweise einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal und sehen tun wir uns in einer Woche wieder. Spätestens. Bis dahin wünsche ich euch allen alles Liebe, alles Gute, vielen Dank nochmal und einen wunderschönen Abend euch allen. Tschüssi!